Ganz schön frisch draußen. Mein Name ist Andreas Hoffmann vom Studierendenwerk Berlin. Ich bin hier im Mensa Kochstudio und ich habe euch hier ganz tolle Gemüse mitgebracht. Und damit möchte ich mit euch einen leckeren Eintopf kochen. Habt ihr Lust? Auf geht's! Das Gemüse ist jetzt gut gewaschen. Das ist ganz wichtig, weil das Gemüse geht durch viele Hände. Ihr seht die Zutaten jetzt hier rechts eingeblendet. Und unten ist die Rezeptur auch nochmal für euch verlinkt. Da könnt ihr dann raufgehen. So schnell geht's, es ist alles geschnitten. Macht euch nicht so einen Stress mit der Größe. Einfach so haselnussgroß, walnussgroß, ungefähr die gleiche Größe im Gemüse, vollkommen ausreichend. Wichtig ist jetzt nur, dass wir, nachdem wir die Zwiebeln im Pflanzenöl angeschwitzt haben, wir die Gemüse nach und nach zugeben, je nach Grad des Garens. Ich zeige euch das mal hier, kommt mal ran. Die Zwiebeln schwitzen wir jetzt an im Pflanzenöl. Danach geben wir das Wurzelgemüse dazu und danach geben wir dann die Kartoffeln zu. Das gießen wir dann auf mit Gemüsebrühe. Ihr seht hier den Link. Die Gemüsebrühe, die hatten wir schon mal gekocht. Könnt ihr da nochmal schauen. Der Eintopf fängt schon ganz langsam an zu kochen. Und nun ist es Zeit, etwas anzuwürzen. Wir nehmen dazu ein wenig Salz. Ein bisschen Zucker, ganz wenig Zucker. Das Gemüse hat viel, viel eigenen Zucker. Muskatnuss passt sehr gut zu der Kartoffel und für die Verdaulichkeit ein ganz klein wenig Kümmel und so ein, zwei Blatt Lorbeer. Nun lassen wir dies weiterhin köcheln. Es ist ein rein pflanzlicher Eintopf, aber wenn ihr es so ein bisschen rauchiger haben möchtet, da habe ich einen ganz tollen Tipp für euch. Es gibt Tofu geräuchert zu kaufen. Den könnt ihr in kleine Würfel schneiden und ganz zum Schluss zugeben und das rundet den Eintopf so richtig schön ab. Der Eintopf hat jetzt 15 Minuten gekocht. Kommt mal ran, ich zeige euch mal. Hier, es ist richtig schön sämig schon. Die Kartoffel ist fast weich, das könnt ihr so ein bisschen am Rand immer testen, seht ihr? Lässt sich ganz leicht zerteilen. Und jetzt ist es Zeit, die Zwiebelschluppen und den Staudensellerie zuzugeben. Der riecht richtig gut, so richtig schön rauchig. Jetzt schneiden wir den in Würfel. Der Tofu, der hat jetzt nochmal ganz kurz mitgekocht im Eintopf. Das riecht richtig schön herzhaft rauchig. Und jetzt schmecken wir den Eintopf ab und geben noch etwas Petersilie dazu und dann ist das Essen fertig. Ich würde sagen, das schmeckt schon sehr, sehr lecker. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Pfeffer dazu. Ich mag es ein bisschen, wenn es ein bisschen schärfer ist. Vor allen Dingen, wenn da so ein bisschen was Geräuchertes drin ist, passt ein bisschen Pfeffer dazu. Es ist geschafft. Der Eintopf ist fertig. Wir richten den Eintopf jetzt nun an. So, schön mit Brühe und dem geräucherten Tofu. Das sieht total lecker aus, finde ich. So, jetzt geben wir noch ein bisschen gehackte Petersilie dazu. Und ich finde, das gibt dem Eintopf jetzt noch den letzten Kick. Ich kann es kaum erwarten, da jetzt mit meinem Löffel reinzustechen und den Eintopf zu essen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.